schnell mit meiner Patrouille durchkommen. Hallo liebe Algorithmen-Trader. Wie bereits angekündigt, beschäftigen wir uns in den kommenden Videos mit der konkreten Arbeitsweise der Big Player. Diese unterscheidet sich deutlich von der Vorgehensweise der Retailer, wodurch auch die hohen Verluste der Einzelhändler erklärbar sind. Um die konkrete Arbeitsweise der Big Player zu verstehen, sind zunächst einige Grundlagen notwendig, über die wir dringend sprechen müssen. Zunächst einmal unterscheiden wir zwischen dem Kassa- oder Forex-Markt sowie dem Future-Markt. Der Kassa-Markt ist auch als Spot-Markt bekannt und nur dort werden die Originalprodukte gehandelt. Das können Aktien, Währungen, Anleihen, Rohstoffe oder andere sein. Hier kauft oder verkauft man ein Produkt und tauscht auf der Stelle, on the spot, Geld gegen Eigentum. Ein Kassageschäft ist immer eine Transaktion, bei der der Vertragsabschluss und die Erfüllung zeitlich eng beieinander liegen. Auf dem Terminmarkt werden keine Originalprodukte, sondern Derivate gehandelt. Ein Derivat leitet sich von dem Basiswert, dem festgelegten Kaufpreis und dem Zeitwert ab. Im Terminmarkt handelt man also nicht wirklich den DAX, sondern einen Wert abhängig vom Wert des DAX. Mit einem Future vereinbaren Käufer und Verkäufer den Kauf oder Verkauf eines Basiswertes, wobei der Liefertermin hier in der Zukunft liegt. Der Forex-Markt wird gerne von den Trading-Coaches schlecht geredet. Wenn allerdings im Fernsehen der Preis vom DAX oder vom Euro-US-Dollar aufgerufen wird, handelt es sich immer um den Kassamarkt, aber nie um den Future-Markt. Der Kassamarkt produziert täglich über 8 Billionen Dollar Umsatz, während die weltweiten Aktien- und Future-Märkte jeweils 400 Milliarden produzieren und damit 20 mal kleiner als der Kassamarkt sind. Die Banken haben damals ihren eigenen Markt gegründet, um gegenüber den Börsen unabhängig agieren zu können und dabei nur ein Bruchteil der Gebühren zu bezahlen. Während ein Institutioneller heute ca. 4 Dollar für ein Lot je Roundturn im Euro-US-Dollar bezahlt, kostet es die Big Player im Kassamarkt nur einige Cent. Das entspricht einer Einsparung bis zu 95% und erklärt, warum die großen Big Player selten im Future-Markt handeln. Obwohl der Future-Markt von den Trading Coaches hervorgehoben wird, hat ein Retailer im Forex-Markt dieselben Chancen, obwohl es dort keine Volumendaten gibt. Das kann man im Ergebnis der Trading-Weltmeisterschaft hier sehr schön erkennen. Bei den Risiken gibt es dagegen große Unterschiede. Seit 2022 gibt es in Deutschland, übrigens einmalig in der Welt, keine Nachschusspflicht im Future-Markt. Im Forex-Markt ist dies bereits seit 2017 der Fall, wobei auch hier die Verluste bei einem Black Swan deutlich geringer sind. Als professioneller Händler im Future-Markt hat man einen deutlich höheren Hebel, allerdings auch ein entscheidend höheres Risiko. Im Gegensatz dazu ist das Risiko auch als professioneller Trader im Forex-Markt deutlich geringer. Während im Forex-Markt ausschließlich die Big Player den Preis bewegen, sind es im Future-Markt in erster Linie die Institutionellen. Aufgrund der Verteilung in beiden Märkten lassen sich die großen Big Player im Forex-Markt einfacher identifizieren. Ein weiterer Kostentreiber sind die Hochfrequenz-Trader, die sowohl im Aktien- als auch im Future-Markt mit ihrer Vorgehensweise die Preise künstlich erhöhen. Im Forex-Markt gibt es keine Hochfrequenz-Trader, da sie aufgrund einer Haltedauer von mindestens 500 Millisekunden aus dem Markt verbannt wurden. Möglicherweise ist euch auch schon einmal aufgefallen, dass der Euro-US-Dollar im Future-Markt sich parallel zum Euro-US-Dollar im Forex-Markt verhält. Wie kann das sein, da sich ja unterschiedliche Marktteilnehmer in beiden Märkten befinden? Nun, ganz einfach, indem es Swap-Händler gibt, die mit ihrem Arbitragehandel für einen Ausgleich dieser Märkte sorgen. Dadurch
bewegen sich diese Märkte sogar tickgenau parallel zueinander. Die 100 größten Big Player handeln täglich im Durchschnitt 200.000 Lot im Euro-US-Dollar-Forex-Markt. Aufgrund der Größenunterschiede zwischen dem Forex- und dem Future-Markt gibt es keine großen Big Player im Future-Markt, die in der Lage sind, täglich 1 Million Lot zu handeln. Ein weiterer entscheidender Punkt ist, dass nicht alle Geschäfte auf Profit ausgelegt sind. Das liegt einfach daran, dass die Banken Kundenaufträge ausführen, die sich natürlich öfter irren. Hinzu kommen Währungstauschgeschäfte und sogenannte Absicherungen, die oft nicht profitabel sind. Wie gehen die Big Player jetzt genau vor? Dafür schauen wir uns zunächst einen Kursverlauf an. Was fällt euch hier auf? Nun, dass es immer mal wieder zu längeren Seitwärtsbewegungen kommt und danach eine stärkere Bewegung einsetzt. Betrachten wir das Ganze nun einmal in einem Originalchart im Euro-US-Dollar. Hier sehen wir das Equilibrium und hier die Bewegung. Ich habe mir nun einmal die Mühe gemacht, um genau auszurechnen, wie die Verteilung zwischen Equilibrium und Bewegung aussieht. Fakt ist, dass in über 70% der Fälle ein Seitwärtsmarkt und in 30% der Fälle Bewegung entsteht. Automatisch stellt sich die Frage, warum gibt es so viel Seitwärtsbewegungen? Nun, in erster Linie liegt das an den unterschiedlichen Ordergrößen, die ein Big Player bzw. ein Retailer im Markt abgibt. Nehmen wir einmal einen Retailer, der eine Market Buy Order von einem Lot aufgibt. Diese läuft nun auf der Ask-Seite in eine 300 Lot Limit Sell Order. Möglicherweise kommt er nicht als erstes in den Markt, allerdings ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass er sofort ausgeführt wird. Ein Big Player gibt dagegen eine deutlich höhere Anzahl von Lot auf, da er über viel mehr Kapital verfügt und demnach einen höheren Gewinnanspruch erzielen möchte. Nehmen wir nun einmal an, dass der Big Player auf der Preisstufe 109.970 eine 10.000 Lot Market Buy Order aufgeben würde. Dies würde dafür sorgen, dass zunächst alle Limit Sell Orders absorbiert werden und der Kurs schließlich 52 Ticks später auf der Preisstufe 110.230 zum Stehen kommen würde. Wäre der Big Player nun in der Lage, diese 10.000 Lot auf der Preisstufe 110.230 zu verkaufen, würde er damit insgesamt 2,8 Millionen Dollar verdienen. Der Big Player geht aber nun einen anderen Weg. Zunächst einmal sammelt er innerhalb eines Equilibriums, das um den Preis 109.970 schwankt. Danach drückt er den Markt nach oben und steigt ebenfalls nach 52 Ticks aus. In diesem Falle hätte er sogar 5,2 Millionen Dollar verdient, anstatt nur 2,8 Millionen. Und da die zweite Variante deutlich effizienter ist, ist es logisch, dass es vorteilhafter ist, innerhalb eines Equilibriums zu sammeln und erst danach den Kurs nach oben zu drücken. Schauen wir uns nun einmal an, wie ein solches Sammeln abläuft. Das Ganze findet in dem größten Asset der Welt statt, dem Euro-US-Dollar im Forex-Markt. Innerhalb einer Akkumulation wird in diesem Fall der Euro gesammelt. Das ist möglich in Form von Market- oder Limit-Buy-Orders. Der Kurs wird nach oben gedrückt und es entsteht ein neues Equilibrium. Hier entscheidet sich nun, ob der Big Player aus dem Euro aussteigt oder unter Umständen den Euro sogar noch weiter sammelt. Der Preis läuft weiter nach oben, bis wieder ein Equilibrium entsteht. Hier steigt der Big Player nun aus dem Euro aus. Die entscheidende Frage ist, geht er jetzt ganz aus dem Markt oder beginnt er nun innerhalb einer Distribution den Dollar zu sammeln? Sobald genug Dollar gesammelt wurde, wird der Preis nach unten gedrückt und es entsteht ein neues Equilibrium. Kommt es nun zu einem Ausstieg aus dem Dollar oder wird der Dollar weiterhin gesammelt? Der Preis läuft weiter nach unten
und am Ende steigt der Big Player aus dem Dollar aus. Dafür gibt es natürlich unterschiedliche Abläufe, die wir uns nun etwas näher anschauen. Stellen wir uns zunächst einmal die Frage, warum die Big Player in aller Regel mit Limit Orders sammeln. Nun, zum einen garantiert eine Limit Order immer den Kauf zum besten Preis, da sich der Spread dort nicht erweitern kann. Ein weiterer Punkt ist, dass Iceberg Orders ausschließlich über Limit Orders funktionieren. Synthetische Iceberg Orders sind unsichtbar und nicht zu identifizieren. Wenn der Big Player genug gesammelt hat, kann er mit Hilfe von Limit Orders den Markt stoppen und den Preis in seine Gewinnrichtung drücken. Egal, ob ein Retailer mit einer Limit oder Market Order einsteigt, eine Stop Order wird in 99% der Fälle in Form einer Market Order ausgeführt. Schauen wir uns dazu ein Beispiel an. Ein Big Player möchte mit Hilfe von Limit Buy Orders den Euro sammeln. Dafür gibt es nun zwei Möglichkeiten. Während der Markt nach unten läuft, investieren Retailer Market Sell Orders, um am Kursverlauf zu partizipieren. Der Big Player versucht nun, diese Market Sell Orders mit seinen Limit Buy Orders abzufangen. Das ist allerdings nicht ganz einfach, da die Retailer meistens auf unterschiedlichen Preisstufen einsteigen. Schauen wir uns nun die zweite Möglichkeit an. Ein Big Player drückt zunächst den Preis stark nach oben. Dadurch kommen massiv Long Trader in den Markt rein, weil sie an der Bewegung partizipieren wollen. Sobald genug Long Trader im Markt sind, drückt der Big Player den Preis nach unten. Ausgestoppte Long Trader bringen Market Sell Orders in den Markt, die nun mit Limit Buy Orders des Big Players abgefangen werden können. Die Long Trader werden ausgestoppt, wobei es hier völlig egal ist, wie weit ihre Stops entfernt sind. Das Abfangen dieser Stops ist also relativ einfach und sehr effizient. Strategische Big Player entziehen dem Markt sogar noch die Liquidität. Dadurch können die Stops der Retailer künstlich erweitert werden und sie verlieren damit mehr, als sie ursprünglich bereit waren. Somit kann der Big Player deutlich mehr Limit Buy Orders auf einer tieferen Preisstufe sammeln. Die Big Player können den Euro innerhalb eines Equilibriums sammeln, aber natürlich auch innerhalb einer Abwärtsbewegung oder sogar in einer Aufwärtsbewegung. Diese Faktoren haben wir in einem vergangenen Video schon einmal genau kalkuliert, wobei das Equilibrium hier klar als Sieger hervorgegangen ist. Das ist übrigens auch der Grund, warum die Big Player in 81% der Fälle das Equilibrium als ihre entscheidende Hauptstrategie verwenden. Wenn ein Preis nach unten gelaufen ist, danach ein Equilibrium entsteht und der Preis dann wieder nach oben läuft, ist es logisch, dass der Big Player spätestens in dem Equilibrium aus seinem vorher gekauften Dollar ausgestiegen sein muss. Es sei denn, es handelt sich um einen Hedge. In diesem Fall wird das Equilibrium geteilt. Zunächst einmal muss er aus dem Dollar aussteigen, um dann in den Euro einzusteigen. Betrachten wir dies einmal anhand eines tatsächlich entstandenen Charts. Wir sehen zunächst den Preis nach unten laufen und plötzlich gibt es stärkere Bewegungen nach oben. In diesem Moment kommen Long Trader in den Markt, deren Stops unterhalb des Lows liegen. Der Preis wird nach unten gedrückt, dadurch werden die Long Trader ausgestoppt. Die Stops in Form von Market Sell Orders laufen nun in die Limit Buy Orders, womit die Big Player aus ihrer Dollar-Position aussteigen. Und so geht es immer weiter. Der Preis wird nach oben gedrückt und danach die Long Trader ausgestoppt. Nach und nach kommt der Big Player aus dem Dollar raus, während der Preis weiter nach unten läuft. Die starke Bewegung nach oben entsteht durch die Stops der Short Trader, während die Big Player gleichzeitig die Limit Sell Orders auf der Ask-Seite abziehen. Und wieder kommen die Long Trader rein, die nun ausgestoppt werden, womit der Big Player nun den Euro sammelt. Der Preis wird wieder nach oben gedrückt und es entsteht sogar ein neues High.
Am Ende verlieren wieder die Long-Trader ihr Geld. Noch einmal wird der Preis stärker nach oben gedrückt, nochmals der Euro gesammelt und danach geht es ab nach oben Richtung Gewinn. Hier sehen wir den Ausstieg aus dem Dollar und hier den Einstieg in den Euro. Beides wurde mit Limit-Buy-Orders erledigt. Nachdem der Euro gesammelt und der Preis nach oben gedrückt wurde, fällt uns auf, dass es immer mal wieder Pullbacks nach unten gibt. Was ist der Grund dafür? Stellen wir uns einmal vor, dass hier der Euro gesammelt wurde und hier oben der Ausstieg geplant ist. Also zunächst wird im Equilibrium gesammelt, um den Euro auf einer höheren Preisstufe wieder zu verkaufen. Und daraus entsteht am Ende der Gewinn. Wir erinnern uns, es ist immer besser, auf einer engen Preisstufe ein- oder auszusteigen, um damit mehr Geld zu verdienen. Doch wenn der Big Player hier den Euro sammelt, muss anschließend der Markt nach oben gedrückt werden. Und dafür muss der Big Player zusätzlich Market Buy Orders investieren. Das bedeutet, wenn er im Equilibrium ca. 5000 Lot gesammelt hat, braucht er noch einmal zusätzlich ca. 15.000 Lot, um den Preis nach oben zu drücken. Doch leider sind genau diese 15.000 Lot ineffizient und bringen deutlich weniger als die 5.000 Lot, die im Equilibrium gesammelt wurden. Wenn der Big Player 5 Stunden für die Euro-Sammelaktion benötigt, würde es beim Ausstieg insgesamt 20 Stunden dauern. Und das ist alles andere als effizient. Genau aus diesem Grund werden die ineffizienten Market Buy Orders regelmäßig verkauft. Der Verkauf erfolgt in Form von Market Sell Orders, die gleichzeitig den Markt nach unten drücken. Dadurch kommen wieder Short Trader in den Markt, die mit ihren Stops helfen, den Preis wieder nach oben zu drücken. Stops sind also ein probates Mittel, um die Limit Orders der Big Player punktgenau am schnellsten zu füllen. Ein Equilibrium bedeutet also keine Einigkeit, so wie das die meisten Trading Coaches gerne behaupten. Innerhalb eines Equilibriums werden Retailer strategisch ausgestoppt, damit die Big Player ihre Position auf- oder abbauen können. Wenn schließlich Bewegung im Markt entsteht, werden die Retailer noch stärker ausgestoppt, da sie sich meistens entgegengesetzt positionieren. Grundsätzlich werden die Retailer immer ausgestoppt, da dies für die Big Player eine sichere Bank ist. Natürlich ist es alles andere als leicht, den Markt anhand von Limit oder Market Orders konkret einzuschätzen. Doch es gibt unterschiedliche Module, die dabei behilflich sein können. Eine entscheidende Unterstützung könnte euch zukünftig meine entwickelte Bionic-Kerze bieten. Sie ist in der Lage, die unterschiedlichen Stärken innerhalb einer Kerze aufzuzeigen und daraus kann man mit einer hohen Wahrscheinlichkeit bereits im Voraus mögliche Bewegungsabläufe ableiten. Darüber hinaus lassen sich die unsichtbaren Preisstufen der Big Player identifizieren, was einen weiteren Vorteil darstellt. Die Bionic-Kerze gibt es bereits für die Future Software Nummer 1 ATAS sowie die Future Software Nummer 2 Quantower. Ebenso ist sie im Forex-Markt auf den zwei größten Trading-Plattformen der Welt vertreten. Selbstverständlich ist sie für den privaten Retailer kostenfrei. Konkrete Informationen erhaltet ihr in dem Videoprojekt Bionic Zonen am Ende dieses Videos. Wo liegen eigentlich die Stops der unterschiedlichen Marktteilnehmer, um die Big Player Limits zu füllen? Mit dieser Frage und vielen anderen werden wir uns in den nächsten Videos beschäftigen. Denn wer einmal die Vorgehensweise der Big Player verstanden hat, wird es zukünftig deutlich einfacher im Markt haben. Die Big Player haben nicht viele Möglichkeiten, ihre Limits auf engen Preisstufen zu sammeln. Sie arbeiten mit Algorithmen, die man mit einer strategischen Vorgehensweise auslesen kann. Ich drücke euch weiterhin alle Daumen und freue mich, euch bald wieder hier zu sehen. Ganz liebe Grüße, Michael.